Hallo und herzlich willkommen zur Teil 2 unserer Rhönrad-Tour von Jossa nach Gemünden über Neustadt. Ja, nun liegen nochmal 87 Kilometer am Tag 2 vor uns und ich denke, ihr seid schon gespannt, wie es nun im Film weitergeht. Und nun geht's los im Video. Ja, nochmal den Spiegel. Du fährst ohne Spiegel, ne? Du kannst noch gut so machen, ne? Mit dem Hals, Nacken, ne? Hast du keine Probleme. Aha. Und dann auch noch so dicke, ne? So, jetzt bin ich, glaube ich, startklar. Die Route kennen wir. Ich habe auch den Namen, fiel mir wieder ein. Magnarot. Ich gehe dann mal rein in die Apo. Und dann gucken wir mal. So, wie viele Kilometer haben wir? 68 haben wir. Ja. So, wir brauchen ja eigentlich nur rechts und geradeaus durch das schöne Tor. Und dann sind wir ja eigentlich schon fast. Ja, ich hoffe, es ist keine Einbahnstraße. Ah ja, ist doch was frisch. Gut, dass ich die Jacke angezogen habe. So, geradeaus. Ja, halt. Ja, okay. Da ist nämlich ein Schild. Einbahnstraße. Aber wir dürfen durch. Müssen wir nur gucken wegen hinter uns, wegen den Autos. Ja, jetzt muss es nur noch grün werden. Ah, guck mal, da wird's hell. Ja, ich hoffe die Induktionsspule. Ja, doch. Warten wir mal ab. Sind wir mal optimistisch, Klaus. Siehste. So, und wir dürfen auch da geradeaus rein. So schaut's aus. Fahrräder frei. Genau. Super. Da wollen wir hin. Bioelektra, ne? Ja. Ja, es steht da. Ja, das macht man rot. Das kann man so, ne? Wünschen da einen werfen, ne? Die nicht mehr. Der sagt Schluck. Ah, ich kenne die, ja. Danke. Nee, pass auf. Hier sind ein paar oder soll ich? Zwei Stück, ja. Vielen Dank.
Ich zeige dir das jetzt. Ja, ich komme dort. Ah, okay. Warte, ich nehme mal eben den Rest weg. Alles an. Ja, ja. So, jetzt machst du das so. Hier oben weißt du das auch rein. Ja. An dem Spiel. Okay. Sieht das so aus wie ein Röhrchen. Ja. So, jetzt machst du das. In die Hand. Ah, okay. Ja gut, das mache ich dann ein bisschen anders. Okay. Gut, so, okidoki. Ja, wieder Richtung Tor und dann wird uns das Navi schon leiten. Ist egal, wir können auch hier. In 40 Metern geradeaus und Fahrradweg folgen. Ja, ja. In 40 Metern geradeaus. Jetzt rechts.
Wir sind auf alles gefasst, Klaus. Ah, so doll wird's schon nicht werden. Guck mal, schön. Hä? Ja. Oh, es war fast so groß wie die Wupper hier schon. Bei nächster Möglichkeit rechts. Nicht schlecht. Jetzt rechts. Aha. So, da sind wir wieder. Ja. Nächster Anhaltspunkt ist. Folge dem Weg. Ja, ich nehme an, das gehört noch zu Bad Neustadt, Ortsteil Salz. Okay. Ja, hier kommen jetzt einige Salzbadestätten, weißt du, so diese Gradierwerke. Werden wir auch einige sehen. Schön, ne? Schöner Radweg, ne? Wenn nicht so viele Hubbeln wären. Ja. Oh. Ja. Naja. Bei nächster Möglichkeit geradeaus, danach links halten. Ach, Klaus, warten wir mal ab. Jetzt links halten, danach in 60 Metern geradeaus auf Sendplatz. In 50 Metern geradeaus auf Sendplatz, danach rechts abbiegen auf Wiesenweg. Jetzt rechts auf Wiesenweg. Ah, hier. Ja. Ja, das ist so der Vorteil, wenn man so nach Komoot mal ein bisschen austüftelt. Ja, ja. Nee. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Schild hier auch noch Radweg gilt, aber
wahrscheinlich manchmal führen die einen dann an der Straße lang. Aber ich gucke dann immer, wo ich auch vielleicht einen schönen höhenneutralen Alternativweg radeln kann. Deswegen sitze ich da auch stundenlang am WC für die Route, zum auch die Komoot auszutüfteln, weißt du. Das nimmt sehr viel Zeit. Dann gucken wir wieder in Satellitenansicht. Geht das? Kann man da her? Ja, dass man das abgleicht, ne? Ja. Das sind dann so Wirtschaftswege. Ja, guck. Dann kommt man auch an solchen. Naja, der sieht ja ein bisschen schlammig aus, ne? Nee. Für Enten mag es ja noch reichen. Also von vorne ist es doch ein bisschen vom Fahrtwind frisch. Ne? Ja, du hast die Jacke zu. Ich hab's nur auf. Ich mal zumachen. Bei nächster Möglichkeit links abbiegen, danach rechts abbiegen auf Abfahrt. Ja, also da vorne müssen wir dann irgendwie links und dann wieder rechts. Aber ich denke, da siehst du schon. Jetzt links abbiegen, danach rechts abbiegen auf Abfahrt. Hier, hm? Links und da oben wieder rechts. So, ich denke mal, hier kommt nichts. Jetzt rechts auf Am Fronhof. Am Fronhof. Oh, jetzt hat es hier auch noch so eine blöde Querrille. Ja, da muss ich mal aufpassen. Folge dem Weg 550 Meter. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Jo. Geradeaus auf Weg. Was haben wir denn für ein Etappenziel?
Also 30 Kilometer in Bad Kissingen. Okay. Also 30 Kilometer in Bad Kissingen. Ach, ich habe jetzt gar nicht gewollt. Also noch 20 Kilometer. Bei 10 haben wir schon. Aber kann doch nicht sein, 10. Ja, 5. 5, genau. 5 haben wir schon vielleicht. Okay. Alles gut. Schön, ne? Ja. Ja gut, jetzt kommen natürlich schon mal so ein paar Straßenabschnitte, ne? Die sind ein bisschen doof, aber ja, so, war die lassen kurz gerade. Ja, ja, das sind nur so kurze Stücke. Gefährlich ist natürlich nur, weil man dann vielleicht auch mal wieder die Gegenfahrbahn vor sich schärfen könnte sein, sah aber nicht so aus. Na, müssen wir mal schauen. Ich glaube sogar, dass das zwischen Bad Kissingen und jetzt, glaube ich, ganz gut ist, aber da sind auch mal blöde Abschnitte dazwischen. Okay, ja, wenn wir dann natürlich was futtern wollen, müssen wir mal gucken. Ah, da sitzt ja einer ganz alleine und wartet auf sein Frühstück. Klaus. Da sitzt einer ganz alleine und wartet auf sein Frühstück. Ja, 25 Kilometer ist doch wieder ein gutes Etappenziel. Können wir den Hintern mal wieder... Aber ich hatte gar nicht so Probleme. War okay. So. Einmal links. Danach links abbiegen. Genau. Einmal links. So. Ja, super. Das hört sich gut an. Grün Saale heißt es. Bei nächster Möglichkeit links. Saale. Ja, ja. Ist ja echt schön hier. Und ruhig. Ach, herrlich. Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. So, jetzt müssen wir hier. Ist ein bisschen eng. Aber geht. Ah, die Saale. Okay. Bei nächster Möglichkeit rechts. Okay, einmal rechts. Das ist nicht eine tolle Landschaft. Super, ne? So. Bad Kissingen, was steht dran? Wie viel? Immer noch?
Merkwürdig, wird nicht weniger. Folge dem Weg 400 Meter. Ach so, nach Corona. Okay. Ah, ja, gut. Oh. Gut, gut. Schönes Tal hier.
schön.
So. Ja, warte mal, eben, ich guck noch mal was nach. Weil der piept da immer. Ja, ich sag, da werden jetzt immer mal so Abschnitte sein, aber nicht nur. So, mal gucken, ob er jetzt zufrieden ist. Jetzt habe ich mal gestoppt und wieder neu angefangen. Ich hoffe, das ist auch alles drauf. Wäre nämlich ärgerlich. Tolles Kirchlein. Bei nächster Möglichkeit links abbiegen, danach geradeaus auf Palmsbergstraße, Staatsstraße 2292. Geradeaus auf Palmsbergstraße, Staatsstraße 2292. In 190 Metern geradeaus auf Kunststraße. Immer noch? Ja, 20. Mein Gott, waren doch vorhin erst 25. Müsste da jetzt nur noch 15 sein, gefühlt. Junge, Junge.
200 Metern geradeaus auf Lindenstraße, danach links abbiegen. So, Klaus. Habe ich für dich auch einen Apfel für jetzt zum Nachtisch? Geradeaus auf Lindenstraße, danach links abbiegen. So, wie ihr seht, nach circa 12 Kilometer, tja, hat meine Videoaufzeichnung leider versagt. Ja, die Chipkarte, die ich mit hatte, war nicht ganz so kompatibel hier bei Nickersfelden, kurz dahinter. Aber ich habe ja ein paar Fotos. Ja, hier mein lieber Schwager, der Klaus, nach dem Berganstieg, kurz hinter Nickersfelden. Ja, hier sind wir auch schon bei Rot, kurz vor Rot. Und dort gibt es ein tolles Viadukt. Ja, gut, dass ich ein paar Fotos noch gemacht habe. Hier sind wir auch schon kurz vor Bad Kissingen. Da gibt es ein Gradierwerk. Das habe ich denn hier fotografiert. Und im Rücken von mir, das seht ihr jetzt gleich, das kommt auf dem Bild hier nicht ganz so gut raus, da sind alles die Herbstzeitlosen gewesen. Die ganze Wiese war voll. Ja, und im nächsten Foto seht ihr hier die Ludwigsbrücke. Und dahinter auch noch ein wichtiges historisches Gebäude aus 1900 und ein paar Tote. Ja, hier in Eurowa haben wir gegessen zum Mittag und dort gab es dann auch noch eine tolle Sehenswürdigkeit, kurz nachdem wir losgefahren sind. Ja, diese tolle Gartenbahn in Eurowa wollte ich euch dann auch nicht vorenthalten. Die könnt ihr dann hier im Video beziehungsweise jetzt hier die Bilder sehen. Ja, und dann gab es auch noch eine Erdfunkstelle von dem Intelsat-Betreiber. Ja, das sah schon recht beeindruckend aus. Ja, hier mal noch ein paar Fotos. Wie groß diese Schüsseln in Gänsefüßchen sind, fragt mich das bloß nicht. Keine Ahnung, müsste man vielleicht mal googeln. Vielleicht kann man das rauskriegen. Tja, und nachdem wir dann weiter sind, wo ich die Fotos dort gemacht habe, kam dann auch eine Wegkreuzung mit tollen Hinweisschildern von dem tollen Radweg hier an der Saale entlang. Das war dann kurz vor Hammelburg. Ja, hier schon mal auf der Karte eingeblendet und hier am Marktplatz haben wir uns dann Kaffee und Kuchen gegönnt. Ja, hier in diesem schönen Marktplatzcafé mit angeschlossenem Hotel. Ja, wie ihr seht, meinem Schwager Klaus, der fühlt sich hier richtig gut. Und so sah der Blick auf den Marktplatz aus von dem Café. Möglichkeit geradeaus. Tja, und ein Stückchen weiter hinter dem Ortsausgang von Hammelburg dann noch diese schöne Mühle. Hier gibt es dann auch Ferienwohnungen. Ja, und hier ist unsere Tour dann in Gemünd auch zu Jetzt Ende. Geradeaus auf Straße. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss.